Drückt mir bitte alle eure imaginären Daumen, Computer nicht abstürzt, dass die Kamera immer dran bleibt und dass wir den Ton geregelt bekommen. Es ist wieder passiert. Mein Computer ist abgestürzt nach 10 Minuten Aufnahme. Wer hat eben noch gesagt, hoffentlich bricht das Video nicht ab? Und wer hat 10 Minuten gedreht und hat einen kompletten Abdruck gehabt? Me, yes, ja, hi und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir auf meinem Kanal Witcher 3. Ich verzweifle mit meinem Computer wirklich. Ich verzweifle gnadenlos. Ich weiß nicht, was ich noch machen soll, außer Geld ausgeben, mir einen neuen zu kaufen. Der Kontakt des Hexers in Velen sollte Hendrik sein. Ein Spion des Kaisers, der in dem kriegsversehrten Land inkognito operierte. Sein Auftrag lautete, Informationen über Ciri zu beschaffen. Doch Geralt erreichte Hendrik zu spät. Die wilde Jagd war schneller gewesen. Der Hexer fand nur noch die Leiche des Spions. Hendriks Notizen hatten die Geisterreiter allerdings nicht gefunden. Aus diesen erfuhr Geralt, dass Ciri beim blutigen Baron, einem örtlichen Kriegsfürsten, zu Gast gewesen und außerdem mit einer Hexe aneinander geraten war. Damit starten wir die neue Aufnahme, die ich gerade schon gestartet habe, aber natürlich für euch mache ich das alles wieder neu. Und wir starten beim blutigen Baron und sind dort in der Durchsuchung durch und haben so ein Amulett gefunden, was wir jetzt bei dem Weidler. Auf jeden Fall werden wir den Weidler, das ist also so ein Hellseher oder so ein Typ, der einfach aus Knochen und sowas reden kann oder sehen kann. Da müssen wir jetzt hin und mal so Informationen beschaffen, was denn eigentlich mit der Tochter und mit der Anna, das ist glaube ich die Frau, von dem blutigen Baron passiert ist. Ja, also, let's go! Überall nur Gesindel. So, ich spule euch aber vor, weil der Weg bis dahin ist schon ein bisschen länger. Warum gehe ich immer diesen Raum rein? Scheiße. Ja, scheiße ist das. Scheiße. Scheiße. Diesmal reite ich aber eher mit Plötze. Kann mir das eigentlich keiner beantworten, ob Plötze ein Mann oder eine Frau ist? Eine Stunde später. Ich komme nämlich jetzt zum Weidler und werden mal gucken, was da so abgeht. Was der uns zu sagen hat, der Typ. Schwör ab, du Monster! Was willst du? Mit dem Weideler reden. Zu spät! Wir sind zuerst dran. Das wird ein langes Gespräch. Du hast mir gar nichts zu sagen, Junge. Ja, also, ich bezahle euch, wenn ihr geht. Ha, ich habe echt kein Geld und deswegen haut ab und sterbt. Dieses rote, was da steht, zeigt da drauf, aber ihr seht es nicht. Das kann ich übrigens nicht auswählen, weil es ja nicht zur Auswahl steht. Also, ich muss 3 drücken. Verpisst euch. Sofort. Haha, und ich dachte schon, heute gäb's keine Toten. Tja, falsch gedacht. Heute wirst du sterben. Was wir wohl für seine Augen kriegen? Nichts, sie bekommt ja nicht. Sollt euch doch die Hunde ficken! Du wirst es nie lernen. Du verfluchter Bastard! So, wir werden aber heute mal Igni einsetzen, weil es einfach besser ist, mal ein bisschen Feuer hier zu spucken. Jetzt! Du bist erledigt! Ist hier noch einer? Mal sehen, was das für einer ist, der Edriks Freunde so aufgebracht hat. Übrigens, Leute, muss ich euch kurz erzählen, eben habe ich... Ich kann euch keinen Einblick mehr geben, weil die Datei nicht gespeichert hat. Jedenfalls war das so ein creepy Kampf. Das war so komisch, ich bin einfach gestorben und wir mussten nochmal neu starten. Aber ich kann die Datei leider nicht beöffnen, deswegen müsst ihr jetzt einfach sehen, wie ich meine Skills verbessert habe und die innerhalb von ein paar Minuten bewältigt habe. Und jetzt werden wir hier mal beim Walter anklopfen und gucken, was er von uns will. Oder was wir von ihm wollen. Oder was er uns sagen kann. Hallo! Hey, ist jemand zu Hause? Was ist mit mir los? Mach auf, die Luft ist rein! Wen haben denn die Teufel geschickt? Wer bist du? Was willst du? Ich brauche deine Hilfe. Ein Mann? Nein, ein Wolf. Grau, doch nicht alt. Auf ihn hat der Weideler gewartet.
So, also, was wollen wir wissen? Entweder ich gehe sofort aufs Ganze und sage, ich brauche deine Hilfe, oder du erwartest mich. Sehr interessant, also, du erwartest mich. Du hast mit mir gerechnet? Ja, wie es mir die Knochen sagten. Sie werden kommen, die nach Gewalt und Tod stinken. Doch der Wolf wird sie vertreiben. Der weiße Wolf. Und da ist er. Omen lügen nicht. Ich brauche deine Hilfe. Kennst du das hier? Aus Fichtenholz. Riecht nach Wacholder. Sollte es jemanden schützen? Frisch geschnittene Fichte. Etwas Ziegenblut, abgestimmt mit dem Duft von Erdrauch und Wacholder. Für Anna, um sie zu schützen. Schützen? Wovor? Ah, um sie zu schützen. Wovor? Ah, die Gute. Sie wurde belagert. Böses rundum wollte sie haben. Alte Magie. Geboren aus dem Vergessen, aus finsteren Quellen. Alte Magie? Geht es etwas genauer? Das ist weder zum Reden noch zum Anfassen. Ein kleiner Schutzzauber eines Weidelers. Mehr konnte er nicht tun. Okay, entweder du hast es angefertigt, was ich jetzt... Interessiert mich eigentlich nicht, aber ich suche Anna und ihre Tochter, also von dem blutigen Baron. Deswegen eins. Anna und ihre Tochter sind verschwunden. Weißt du wohin? Nein, nein, nein. Weidelar weiß es nicht. Aber die Geister könnten es wissen. Der Weidelar wird sie beschwören und fragen. Geister, fein, soll mir recht sein. Solange ich erfahre, wo ich suchen muss. Verloren, verloren. Müssen gefunden werden. Prinzessin! Niemand kann das besser als Prinzessin. Prinzessin? Welche Prinzessin? Prinzessin? Meine Ziege. Sie ist weg. Diese Männer müssen sie verscheucht haben. Aber zurück zum Weissagen. Ohne die Ziege. Unmöglich. Nicht ohne die Ziege. Hilfst du mir, wenn ich die Ziege finde? Oder ich suche doch keine Ziege. Ja, komm, hilfst du mir, wenn ich die Ziege finde? Wenn ich die Ziege zurückbringe, hilfst du mir dann? Prinzessin, Prinzessin, wo bist du nur hin? Na schön, ich hole deine Ziege. Die Glocke! Sie liebt die kleine Glocke. Sie läuft dem Klingling nach. Eine Weile. Aber Vorsicht vor den Walderdbeeren und den Himbeeren. Ja, die sind gemeingefährlich. Ich werde die Augen aufhalten. So, wir werden plötzlich rufen. Ich glaube schon, wo es ist. Da bist du. Komm her, Ziege. Komm her, Prinzessin. Ich muss mal ganz kurz gucken, wo diese Ziege ist. Rufe, Hörner. Hätte wissen sollen, dass sie stur ist. Na los, gehen wir zum Weidelar. Komm, put, 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 put. Weil sie am Schreiten kann. Deswegen machen wir es ohne Reiten. Wo ist die Ziege hier? Okay, komm, put, 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 put. Ich weiß gerade gar nicht mehr, wo der Weidelar ist. Hier entlang, euer Gnaden. Es ist lustig, kommt so eine kleine Ziege. Komm, Prinzessin, komm, put, 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 put. Wie süß die ist. Ich mag Prinzessinnen behalten. Komm schon, verdammt. Blöde Ziege, nun komm schon. Ich muss näher dranbleiben. Ich muss ihre Hoheit wohl holen, da ihre Hoheit nicht zu mir kommt. Sie kann nicht mithalten. Ich muss zurück. Was möchtest du denn jetzt machen?
Komm schon, ich muss dich zum Weideler zurückbringen. Er vermisst dich ganz furchtbar. Sie könnte wenigstens einem Ziegenpfad folgen. Komm schon, verdammt! Hier entlang, euer Gnaden. Ein bisschen Angst bitte, wo willst du hin? Sie kann nicht mithalten. Ich muss zurück. Ich muss ihre Hoheit wohl holen, da ihre Hoheit nicht zu mir kommt. Boah, ist das... Komm schon, verdammt! Was ist los mit dieser Ziege? Komm, Hoheit. Wo zur Hölle bist du hin? Oh, ist diese Ziege ätzend. Hä, was will diese Ziege? Diese Ziege ist irgendwie... irgendwo in der... Bär! Bär! Lauf doch, du beknacktes Huhn! Oh mein Gott, da kam gerade ein Bär und mein... Ich weiß nicht, was ich tun soll. Leute, hilft mir. Igni, voll in sein Face. Oh mein Gott, ich bin so am Arsch. Okay, wir haben gerade einen Bär getötet. Und ich weiß nicht, ob ich alles drin habe. Aber das war krank. Wo ist die komische Ziege denn jetzt? Achso, hier liegt jemand. Aber warum kann ich das nicht? Die Ziege ist bescheuert, die hat mich zu so einem Bären geschickt. Muss ich wirklich diese Glocke läuten, damit du mir folgst? Wohin müssen wir eigentlich? Okay, das ist ein Feuer, oder? Nee, das ist die Sonne. Das war das längste Ziegenmarsch-Video des Todes. Ich wette, auf dem Weg kommt noch mal ein Bär. Boah, ich hab so Herzrasen immer noch, nur wegen dem komischen Bär. Ich dachte, der tötet mich. Ich sollte mal ein Brot essen hier. Eine Plötze bist du nicht, aber wir könnten irgendwann Freunde werden. Du hast diese entscheidende Eigenschaft, die alle Plötzen haben müssen. Du sagst nicht viel. Oh, guck mal das denn bitte. Wir haben Prinzessin in Not. Mein Zieglein, liebes, süßes Zieglein. Mäh, mäh, mäh. Wer weiß, was der mit dem anstellt. Hilfst du mir jetzt? Packen wir es an. Ja, komm, hilfst du mir jetzt. Freut mich sehr, aber ich hab's etwas eilig. Anna und Tamara sind vielleicht in Gefahr. Hilf mir. Der weiße Wolf hilft dem Weideler. Und der Weideler hilft ihm. So soll's sein, ja. So soll's sein. Blut! Wir brauchen Blut! Ein lebendiges Wesen! Die Ziege wollen die opfern? Gut, bin gleich zurück. Was ist das für eine creepige Show? Also. Oh Gott, Leute, jetzt wird's creepy. Jetzt wird's hexenmäßig. Ein bisschen Angst. Hier ist ja niemand hinter der Couch. Das ist auf jeden Fall nichts für Veganer oder Vegetarier. Schüttelt mich hier, schüttelt fort. Blut, ich sehe Blut. Wessen? Nicht Annas, nicht Tamaras, das eines Kindes. Oh mein Gott. Und das Kind lebt, obwohl es tot ist. Das Kind lebt, obwohl es tot ist. Du erwähntest ein Kind, wessen Kind? Das reicht mir nicht, ich muss mehr wissen. Freuen wir erstmal das Erste. Wessen Kind? Na, Annas. Anna war schwanger? Ja, hatte eine Fehlgeburt. Das hat der Baron nicht erwähnt. Hatte vielleicht Angst? Schämte sich? Oder hat es vergessen? Oder wollte es vergessen? Möglich ist das, ja. Was hat der Baron...
Hat der Baron was damit zu tun? Woher weißt du das alles? Beides interessant. Nehmen wir als Erste. Der Baron etwas mit der Fehlgeburt seiner Frau zu tun? Je zornig ist er. Und er trinkt gern. Das macht ihn gewiss noch je zorniger. Hat er seine Familie misshandelt? Anna kam zu dir. Du müsstest etwas bemerkt haben. Der Weidela ist alt und fast blind. Aber Prinzessin kam und leckte ihre Hand. Das heißt? Sie ist ein weißes Tier. Kommt nur zu denen, die leiden. Das Kind, was ist mit ihm geschehen? Was ist mit dem Kind passiert? Es wurde vergraben ohne Zeremonie. Es ist erwacht. Nun wandelt es umher und sinnt auf Rache. Ein Fehlgeborener. Weiser, weißer Wolf, fang den Fehlgeborenen. Er wird helfen und den Wolf zu den Vermissten führen. Fehlgeborene saugen Schwangeren das Blut aus und fressen deren Föten. Sie helfen niemandem. Er ist verflucht. Hexer heben Flüche auf. Kann der weiße Wolf das nicht, soll er mir sein Blut bringen. Blut findet immer verwandtes Blut. Ich muss wissen, wo der Fehlgeborene ist. Wozu brauchst du sein Blut? Wie kann ich den Fluch aufheben? Auf jeden Fall muss ich zuerst den Fehlgeborenen finden. Such ihn um Mitternacht dort, wo das leere Grab liegt. Wenn es stimmt, was du sagst, muss der Baron wissen, wo das Grab ist. Also heißt das, sprich mit dem Baron. Okay. So Leute, das war's jetzt auch mit diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ja, wir haben die Ziege dem Weidela zurückgebracht und haben jetzt erfahren durch diese komischen... Was war das überhaupt? War da jetzt Monster? Was war das? Kann mir das jemand erklären? Auf jeden Fall war sehr, sehr creepy und vor allen Dingen sehr, sehr gruselig. Ich bin froh, dass ich das tagsüber hier gerade gespielt habe. Jedenfalls müssen wir diesen Fehlgeborenen finden. Das heißt, der blutige Baron hat also eine Fehlgeburt mit der Anna gehabt. Und das treibt jetzt noch sein Unwesen irgendwo im Nirgendwo. Das Grab werden wir also in der nächsten Folge finden müssen. Und deswegen gehen wir jetzt bald dann in der nächsten Folge zum Baron und sprechen mal mit ihm, was er über dieses Fehlgeburtenkind weiß und was wir genau tun müssen. Ja, jedenfalls hoffe ich, dass euch das Video gefallen hat. Wenn ja, gebt mir gerne einen Daumen nach oben oder kommentiert in die Kommentare etwas Konstruktives natürlich, ob euch das Video gefallen hat, was ich verändern kann. Und damit, ja, danke, dass ihr zugeschaltet habt oder zugeschaut habt. Und wenn ihr mehr von mir sehen wollt, dann könnt ihr mich hier gerne abonnieren. Ansonsten habt ihr hier die Möglichkeit, zu einer letzten Playlist von The Witcher 3 zu kommen. Und hier ist ein Video, das dich vielleicht interessieren könnte. Und dann sehen wir uns nächste Woche bzw. nächsten Sonntag wieder. Also eine schöne restliche Woche und bis dahin, eure Nicola.